sehr verehrten Damen und Herren, es war ein fantastischer Rahmen, es ist ein fantastischer Rahmen, den wir haben für einen der sympathischsten Spieler, der besten Spieler, die wir überhaupt haben in der Fußball-Bundesliga in Deutschland, Stefan Beinlich. Und Stefan Beinlich möchte sich nun von Ihnen, liebe Zuschauer, ganz persönlich verabschieden. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Es ist für mich das letzte Spiel gewesen und wenn man einen würdigen Rahmen haben möchte für ein Abschiedsspiel, sind wir hier genau am richtigen Ort, nämlich in der DKB Arena bei euch, wo ich mich 5 Jahre lang sehr, sehr wohl gefühlt habe, von 94 bis 97, da haben wir angefangen mit 3.000 bis 4.000 Zuschauern, da sind die Zuschauer noch in der Halbzeit umgezogen, damit sie immer hinter dem Tor stehen, auf das wir gerade spielen. Und heutzutage haben wir jetzt beim Abschiedsspiel, wo nur alte Herren fast auf dem Platz standen, 18.000 Zuschauer. Das ist mir eine Riesenehre, dass ich hier in diesem Stadion mein Abschiedsspiel auch machen durfte. Geht ein riesen Dank und natürlich auch, okay, in die Richtung, Entschuldigung, euch geht ein riesen Dank und natürlich auch den Jungs, die heute hier gekommen sind, ich glaube, die haben auch nochmal einen riesen Applaus verdient gekommen, auch von weit her aus der Türkei, aus Österreich, aus Ungarn und wo auch immer. Dann zum Schluss für mich eigentlich das Wichtigste, weswegen ich, glaube ich, auch so lange, 18 Jahre lang in der Bundesliga Fußball spielen konnte, war mein Rückhalt. Und mein Rückhalt war meine Familie. Das ist für mich... Das ist für mich immer ein Rückhalt gewesen. Und der wird es auch immer sein, egal ob die Zeiten mal schwerer, mal härter, mal schöner sind. Ich habe 3 wunderschöne Töchter, eine wunderschöne Frau, die ich über alles liebe und Eltern, die mir das auf den Weg gegeben haben, das, was ich heute bin. Und hinzu kommen noch viele tolle Freunde, die sich in den 18 Jahren herauskristallisiert haben. Viele, die ich noch oben habe hier in Rostock, was ich über 10, 15 Jahre gehalten hat. Und das zeigt dann, glaube ich, dass wir eine ganz gute Truppe sind. Und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend noch. Unterstützt euren Verein immer zu 100% und schafft, dass der Verein auch wieder dahin kommt, wo er hingehört, in die erste Liga. Und wir... Ein Satz noch zum Schluss, bitte. Und wir werden uns irgendwann irgendwo nochmal wiedersehen. Ciao, ciao. Wir möchten uns bei euch allen bedanken. Paula hat es schon getan. Im Namen von Jörg Dahlmann. Dankeschön an euch, ihr wart super.
Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und sicher ist Paul mit dabei. Heute Abend wird noch ein bisschen gefeiert, das könnt ihr euch vorstellen. Viele Freunde von Inter da, alle, die mit auf dem Platz standen und eine ganze Menge andere, die noch heute Abend dazukommen werden. Wir wollen uns von euch verabschieden und das machen wir natürlich. Und er hat es gesagt, auch in der Verein, da steht auf seinem Trikot, Hansa, meine Liebe, für euch gibt es jetzt noch einmal Hansa Forever. Danke, macht's gut, einen schönen Sonntagabend, bis zum nächsten Heimspiel. Tschüss!